Elefantenrevier des Berliner Tierparks beginnt der Tag mit einer ausgiebigen Dusche. Elefantenkind Edgar langweilt die morgendliche Routine. Er hat ganz andere Pläne. Nicht gerade zur Freude aller. Ups, da kriegt er eine. Du bist ein richtiger Nervwerk. Lass die doch mal. Lay down. Panther, lay down. Komm. Panther, lay down. Lay down. Richtig lay down. Oh, ist ein braves Mädchen. Auf der Außenanlage werkeln die Pfleger und bereiten eine Überraschung vor. Wir versuchen es täglich zu machen, dass die Tiere auch täglich da ihren Spaß haben mit der Heukugel. Manchmal ist es ganz gut, wenn sie mal einen Tag nicht hängt. Dann vergessen die Tiere das wieder und dann freuen sie sich am nächsten Tag umso mehr. Oh, da ist ja mal wieder eine Heukugel. So, ich komme noch mal runter. Ja, umso besser die gestopft ist, umso länger beschäftigen sich unsere Tiere damit. Und dann haben auch alle was davon. Inzwischen ergibt sich auch Edgar dem Wasserstrahl von Mario Hammerschmidt. Die Heukugel hängt. Jetzt ist Zeit für ein Frühstück in der Sonne. Asiatische Elefanten gelten als stark gefährdet. Jedes neue Jungtier ist ein Glücksfall. So wie der kleine Edgar, der seit 5,5 Monaten im Berliner Tierpark wohnt. Die ganze Herde passt auf ihn auf. So, Jungtiere werden natürlich immer in der Mitte gesammelt. Und wenn denen jetzt irgendwas sehr ulkig ist und unvertraut, dann beschützen die den auf jeden Fall noch. Ja, und die Frosja, die passt immer auf, dass ich sicher stehe. Nicht wahr? Danke, Frosja. Du bist ein netter Schatz. Edgar ist noch zu klein, um an die Heukugel zu kommen. Mit seinem Rüssel erkundet er lieber alles in Bodennähe. Umso älter der wird, umso mehr macht er halt damit, fässt halt schon sehr gut an. Steckt sich zurzeit eigentlich alles ins Maul, was geht. Egal, ob es gut ist für ihn oder nicht. Also er probiert jetzt sehr viel aus. Ja, und das sieht er natürlich auch, dass es lustig ist, dieser Sand. Und damit bespeist er sich. Und wenn die anderen das machen, dann muss es ja gut sein. Asiatische Elefanten können eine Schulterhöhe von bis zu 3,50 Meter erreichen. Auch wenn Edgar in den letzten Monaten stark gewachsen ist, es wird noch etwas dauern, bis er mit seinen Artgenossen auf Augenhöhe ist. Nicht weit entfernt leben Tabea und Romeo, kleine Pandas, auch als Katzenbären bekannt. Das Pärchen bekommt heute zum ersten Mal Besuch vom Auszubildenden Mats Berger. Du weißt ja, wo alles hin muss, ne? Auf der anderen. Die wartet schon. Gucken, ob er was aus dem Napf nimmt. Man kennt sich ja schließlich noch nicht. Oh oh. Du musst einfach still stehen bleiben, nicht hinterher gehen. Hochhalten und still stehen bleiben. Sehr schön. Tabea muss jetzt einfach nur abwarten, bis der Tierpfleger weg ist, weil die lange nicht so mutig ist wie Romeo. Und wenn er jetzt zuerst hier hinten wäre, dann würde sie vorne essen, das spielt überhaupt keine Rolle. Die tauschen dann noch unterwegs. Und er ist halt der schnellere Esser, derjenige, der auch bereit ist, zum Tierpfleger zu kommen. Und dadurch hat er manchmal Glück und kriegt die leckeren Sachen ab. Sie muss sich ein bisschen mehr beeilen jetzt.
Tabea und Romeo sind ein perfektes Katzenbärenpaar. Die Tierpfleger hoffen daher auf baldigen Kindersegen. Ja, wie sieht es eigentlich bei den beiden aus mit Nachwuchs? Ist da was zu erwarten? Oder? Wir haben zumindest gesehen im Januar, dass sie intensiv gedeckt haben. Deckzeit ist ja im Winter bei Katzenbären. Die waren gut miteinander beschäftigt, lange miteinander beschäftigt, haben sich gerollt und viel getrieben. Da ist dann viel Bewegung morgens schon auf der Anlage. Katzenbärenmänner zwitschern denn, dass man denkt, ein Vogel zwitschert, wirklich wie Vogelzwitscher. Das okay. Erste Mal haben wir gedacht, was denn hier, mitten im Winter, um dann festzustellen, das ist der Katzenbärenmann. Also gedeckt haben sie so lange, wenn da nichts rauskommt, dann würde mich das wundern. Sie ist ja ganz, ganz schlank. Man sieht an ihr sowieso nicht sehr viel. Kindermäßig, bauchmäßig. So ein Katzenbärenkind passt auf meine Hand, ist ganz klein. Ist zwar sehr dick angezogen, aber die wiegen 100 Gramm. 100 Gramm, über die sich hier alle hundertprozentig freuen würden. Nicht viel mehr wiegt der Nachwuchs im Vogelrevier. Das rote Nachtreiherpärchen hat Jungtiere zur Welt gebracht. Doch es gibt Probleme. Siehst du schon kaputtes Ei unten? Also bei den roten Nachtreihern ist es so, die Kinder sind jetzt gerade mal erst aus dem Nest raus und die werden noch von den Eltern gefüttert. Und die Mutter hat natürlich schon, ist schon wieder in Brutstimmung und hat natürlich schon wieder angefangen zu legen. Und mittlerweile, also das erste Ei ist zerhackt worden, das zweite Ei haben wir drüben im Inkubator und dann sind jetzt noch mal zwei Eier zerhackt worden von den Jungvögeln. Weil die Jungvögel gucken natürlich, was ist da türkisfarbenes im Nest, das ist natürlich das Ei. Und da dementsprechend kassieren wir natürlich die Eier und machen wir jetzt natürlich Handaufzucht. Weil sie ja nun, wehe meine Finger, du Mistkröte. Ach Kind. Ja, kann ich ohne ändern, Mädel. Warum legst du, du legst aber auch wie eine arme Irre. Ist gut, Kinder. Das kommt in den Inkubator. Und die, wenn dann was draus schlüpft, das ziehen wir natürlich künstlich auf. Der Angriff der Geschwister ist wahrscheinlich auf Nahrungskonkurrenz zurückzuführen. So. Da fehlt's. Jo, das ist das Ei von dem roten Nachtreiher. Das zweite, wir können uns ja mal angucken, wie das erste aussieht. Und jetzt durchleuchten wir das Ei. Und so sieht das Ei dann in gut einer Woche aus. Da sieht man jetzt, wie die Spinne sich entwickelt hat, also wie das die Gefäße sich entwickeln. Und in der Mitte ist da der Embryo, der da pulsiert. Das ist natürlich schön. Reiher sind schön. Das sind ganz liebe Vögel, sind das da. Die werden auch mal ganz lieb, außer wenn sie erwachsen sind. Dann sind sie eklig. Und besonders, wenn sie dann noch Eier haben und geschlechtsreif sind, ja, dann ist es noch schlimmer. Jo, schön. Freut mich. So kommt hier keine Langeweile auf. So. Okay. Hier ist die nächste Nachtreihergeneration sicher aufgehoben. Im Revier der Bisons hat es Nachwuchs gegeben. Hey, guck mal, da ist sie. Ja, hinter der Mama. Hinter der Mama? Hinter der Mama, da ist das kleine Zahn. Nicht nur das Jungtier ist hungrig. Ja, guck mal, die haben echt nass. Ja, na los, dann lass uns die mal. Lassen wir sie mal einsperren, wa? Ja, genau. Wollen wir mal loslegen. Hier. Nehmt mal die Kinder mit, bitte. Bei den Bisons wird immer drinnen gefressen. Haben wir alle Kinder bei? Kind, komm. Ja, warte, Tobi, das Kind ist noch nicht in der Nähe. So. Komm rein, Mausi, Kind ist doch da. Komm. Ja, super. Feines Pupsi-Mäuschen. Ja! Yes.
Also Mutti mit Kind steht noch im Plattformgehege. Aber Tür ist zu. Pani, guck mal hier. Komm, Mörchen, komm. Pani, Mausi, komm mal. Du kleine, süße, mutsche Kuh. Hunger hast du schon, sie würde schon gerne. Aber dadurch, dass sie das Kalb beschützen möchte und so viel Vertrauen halt nicht hat. Aber das ist ihr zweites Kind und da ist sie schon sehr vorsichtig. Wenn wir sie dann hier laufen lassen, einfach, dass sie merkt halt, da passiert nichts. Die Tierpfleger nehmen es nicht persönlich. Und während drinnen gefressen wird, wird draußen geputzt. Gut. Ja, schon ein Monsterhaufen im Gegensatz zu Kamelkacke. Irgendjemand hat die Dinosaurier freigelassen. Ah, guck mal, Mutti steht hier. Ach, ist ja süß. Ach, Piepsi auch. Siehst ja. Du? Guck mal, praktisch. Lasst uns rausgehen. Eine Maus. Schnell, die anderen kommen hinterher ran. Hui. Ja, ihr müsst euch an mir vorbeitrauen. Genau. Hi. Yukon, komm schnell. Ja, Hase. Traust du dich nicht an mir vorbei? Du, der Papa kommt da. Schnell. Hui, super. Hi, Tobi. Ein schöner, ja. Und pummelig. Aber das macht nichts. Die Mägen sind voll. Und das Spielzimmer der Jungtiere ist wieder sauber. Im Aquarium des Berliner Zoos befindet sich auch das Insektarium. Einer der zahlreichen Bewohner ist diese Astgottesanbeterin. Sie hat schon viele Jungtiere zur Welt gebracht. Tierpfleger Heimo Sonntag ist sehr stolz auf das exotische Exemplar. Wir haben hier die Astgottesanbeterin aus Tansania. Das ist schon ein altes Mädchen. Die hat doch schon einen leicht defekten Fangarm. Aber mit dem anderen Fangarm kann sie immer noch gut fliegende Insekten, bei uns bekommen sie Fliegen, fangen. Und was besonders erfreulich ist bei der, die hat in den letzten Wochen 2 Kokons gelegt. Zum ersten sind 38 Tiere geschlüpft. Die haben wir hinter den Kulissen am Aufziehen. Das ist also eine Besonderheit, weil die relativ selten gehalten wird. Und als Nachzucht bekommt man die halt auch ganz, ganz selten. Die wird halt irgendwann eingehen. Ich denke mal, die wird vielleicht noch einen Monat aushalten. Vielleicht kann sie noch einen Kokon legen. Dann haben wir aber genug Nachwuchstiere, um mit denen weiterzüchten zu können. Alle Jungtiere sind separat in der Babystube untergebracht. Etwas größeren Jungtiere von unserer Astgottesanbeterin sind etwa 2 Monate alt. Man kann an der Körperform schon erkennen, dass die eher so in den Grassteppen vorkommen, sich als Äste tarnen. Die orientiert sich gerade. Die sind also relativ friedlich, die sind nicht sehr hektisch. Und die muss ich erstmal die ganze Umgebung angucken. Ein komplettes Kamerateam sieht man als junge Astgottesanbeterin ja auch nicht jeden Tag. Also die Geschlechtsbestimmung bei den Gottesanbeterinnen ist in dem Alter noch nicht so einfach. Um ganz sicher zu gehen, wartet man einfach, bis sie ausgewachsen sind. Die Männer sind etwas schlanker, haben ordentlich lange Flügel und die Mädels sind ein bisschen korpulenter. Aber das hier könnte ein Männchen werden, der sieht schon recht schlank aus. Die jüngeren Geschwister wohnen nebenan. Die ganz kleinen Jungtiere sind etwa 14 Tage alt. Die haben sich schon einmal gehäutet.
Dadurch, dass die gerade belästigt wurden, bewegen die sich natürlich ein bisschen wie so ein Ast im Wind, damit man die nicht sofort erkennt. Die haben die gerade angelegt, die Fangarme. Aber die werden wir gleich füttern und da kann man wahrscheinlich sehen, wie sie die benutzen. Auf dem Speiseplan stehen Fruchtfliegen. Die jüngsten Astgottesanbeterinnen sind gerade mal so groß wie ein Fingernagel. Den Älteren kredenzt Heimo Sonntag Staubmotten. Der Rest ist friedlich, also Tür zu. Wenn die ausgewachsen sind, werden wir eine große Zuchtgruppe in die Schau setzen und dann haben die Besucher auch was davon. Aber bis es soweit ist, müssen die Fangschrecken noch viel fressen. Auch im Berliner Tierpark wird viel gefressen. Seit kurzem leben hier 7 Rothundwelpen. Gerade mal 3 Wochen alt sind die Kinder von Lady Cool. So heißt die Rothundmutter. Cool bleiben muss sie momentan tatsächlich. Sie muss ja ordentlich Milch bilden, ne? Sie hat auch einige Fellstellen noch von der Deckerei. Also, ja, sie hat echt zu tun. Wobei der Rudel mithilft. Sie bringen ihr auch das Essen, wenn sie jetzt festliegen würde bei den Kindern. Das eine fängt jetzt an zu krabbeln. Da bringt ihr der Maru, ihr Mann, wirklich das Essen bis hierher und legt ihr vor die Gusche. Das ist ganz niedlich. Und so hilft das ganze Rudel eigentlich irgendwo bei der Aufzucht der Jungtiere. So muss es sein. Zum Rudel gehörten bisher nur 8 Tiere. Auf einen Schlag sind es fast doppelt so viele. Es ist sowieso erstaunlich, dass er sich hier die beiden Coolen hier vorne ausgesucht hat. Ne? Anstatt irgendwo mitten auf der Anlage, da ist eine wunderschöne Höhle. Unter dem Umgefallenen dort hinten hat sie diesmal überhaupt nicht genutzt. Sie war am Anfang im Haus und ist dann bei schönem Wetter rausgezogen und präsentiert den Leuten wunderbar ihre Babys. Wie man hier so schön sieht, einer passt auf, die anderen spielen da hinten. Und man darf sich hier auch nicht nähern. Dann würde er sofort angreifen. Und er würde wahrscheinlich auch die anderen zur Hilfe rufen. Also man würde dann wirklich in die Zange genommen werden. Also diese Anlage zu betreten, ist jetzt lebensgefährlich. Ja, wenn hier auch Besucher irgendwo hier vorbeigehen, die werden ganz genau beobachtet, was sie machen. Und noch schlimmer ist es, wenn große Hunde sind, dann ist das ganze Rudel hier vorne und dann wird massiv angemacht. Jetzt ist die Mami da, jetzt wird erstmal geputzt, guten Tag gesagt. So, jetzt legt sie sich wieder dazu. Na, fein. Also, ist eine hervorragende Mami. Mit 5 Wochen oder so was sind sie dann, denke ich mal, schon auch alleine hier unterwegs. Wenn sie dürfen. Wenn Mami nicht sagt, nein, 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 du bleibst zu Hause. Der weltweite Bestand der stark gefährdeten Rothunde wird auf gerade einmal 2500 Tiere geschätzt. Jetzt gibt es 7 mehr. Welch ein Glück. Die asiatischen Elefanten waren fleißig. Die Heukugel ist leer. Weiter geht es zur nächsten Beschäftigungsstation. Wenn man einen von den 3 nimmt, kommt ja der Rest mit. Die Tierpfleger haben den kleinen Pool extra für die Jungtiere aufgefüllt. Doch die Begeisterung hält sich in Grenzen. So. Manchmal mache ich die Pfütze auch nur für Ralf. Wenn er so lange wie er Gummistiefel anhat, macht er das ganz gerne. Entschuldigung, ich habe versucht zu helfen. So. Ja, los, und jetzt flipp mal ein bisschen rum.
Normalerweise kommt die Pfütze an heißen Tagen richtig gut an. Doch selbst Edgar ist heute ein bisschen wasserscheu. Haben sich die Tierpfleger die Mühe ganz umsonst gemacht? Doch Philipp Herrmann gibt nicht auf. Komm her, Schnicki. Komm. Komm hier. Gib mir mal deinen Rüssel. Gib mir mal deinen Rüssel. Sei nicht so misstrauisch. Misstrauisches Tier, du. Komm. Ja, komm, Edgar. Sehr gut. Also der Edgar, der ist sowieso noch sehr scheu. Und wir versuchen jetzt schon ein bisschen mit ihm zu arbeiten, dass wir mal uns mit einer Banane zu ihm stellen. Dass er merkt, wenn er zu uns kommt, kriegt er eine schöne, leckere Banane. Aber würden wir jetzt auf ihn so einfach zugehen, dann wäre er eher weg. Und da würde man eher irgendwas kaputt machen zum Vertrauen, als dass man irgendwas aufbaut. Da müssen wir jetzt noch ein paar Wochen warten. Und dann wird das alles schon viel besser sein. Panther, schubs ihn. Los. Genau. Ganz offensichtlich mag außer Edgar heute niemand baden. Aber alleine macht's auch keinen Spaß. Altai-Lux-Mädchen Kiska hat heute Medical Training. Kiska! Doch sie muss erst überzeugt werden. Hey Kiska, wir wollen arbeiten. Kommst du jetzt oder nicht? Mutter. Na los, komm rein. Kiska. Komm, wir wollen trainieren. Und dann hat Dr. Jennifer Zamel doch noch Erfolg. Sie möchte mit dem Training erreichen, dass Kiska irgendwann eine Ultraschalluntersuchung zulässt und vorher auch noch eine Bauchrasur. Super. Super, sie liegt. Wunderbar. Ich nehme mal richtig hin. Noch mal richtig hin. Feine Maus. Okay. Jetzt ist es schon ein bisschen mehr drin. Mit Ultraschall ließe sich feststellen, ob Kiska Nachwuchs bekommen kann. Wenn nur der Rasierer nicht wäre. Wir sind noch nicht fertig. Komm her. Das sieht Kiska aber ganz anders. Na, dann räumen wir auf. Hm? Eine eher kurze Sitzung für die Biologin und ihre Mitarbeiterin Katharina Folscher. Kiska hat heute offensichtlich keine Lust aufs Training. Vielleicht ja morgen wieder. Reviertierpflegerin Viola Gandert. Lass mich mal ein Stück mit nach vorne. Macht Ansagen. Lass mich mal bitte ein Stück nach vorne. Danke. Ihre Mitarbeiterin Annette Krüger, ihr tägliches Sportprogramm. Die Hauptbeschäftigung eines Tierpflegers, mit dem Fahrrad durch den Tierpark fahren. Hi. Hi. Äste kommen nachher für die Trampels hier. Super! Hi, Mausis. Mausis? Halfter? Haben wir schon mal ausprobiert. Oh, zeigst du es mir? Ja, es ist jetzt hinter dir. Hi, Theodil. Hi, mein Schatz. Ich bin das nicht, bin ich die böse Tante. Mein Schnuckelhasen-Pupsi. Wenn ich den anfasse, schreit er immer. Ja? Ja. Okay, dann müsste er bei mir streuen. Guck mal, wir haben noch mal das. Irr, ist doch eklig. Ja. Naja, über die Nase ist immer ganz blöd. Komm her. Was? Annette, war zu langsam, Annette, war zu langsam. Und jetzt mache ich den Krempel erst. Oh, jetzt tritt er mich auch noch. Getroffen. Guck mal hier, Süßer. Oh, ich hab dich ganz doll lieb. Komm, vielleicht hast du hier die andere Seite, ist vielleicht schöner. Guck mal hier. Hopp. Die lügt dich an. Na, die haben aber eine Lieblingsseite manchmal. Auch die Stuten beim Trinken haben manchmal eine Lieblingsseite. Da versuchst du verzweifelt auf der einen Seite das Tier anzusetzen. Dabei lässt es auf der anderen Seite viel besser zu. Hey, das machst du ja schon gut. Heute kein Geschrei. Na super.
dann darfst du loslaufen. Wollen wir das ein bisschen drum lassen? Bloß mal ein bisschen zur Gewöhnung, ja? Zur Gewöhnung? Zur Gewöhnung. Hey, super machst du das. Reiner Junge. Wie oft habt ihr das gemacht? Insgesamt so 2-mal, glaube ich. Ah, das hat so geklappt, hätte ich ja näher da. Hab ich jetzt auch, war ich jetzt auch ein bisschen verwundert. Die letzten 2 Mal hat er ein bisschen gestreikt. Aber hast ja gesehen, von der einen Seite wollte er es nicht und jetzt von der anderen Seite ging es. Vielleicht sollte man den anderen auch sagen, dass sie es eben halt von der richtigen Seite machen sollten. Na, supi. Ja, super. Na, das passt ja. Genau, dann kann man das Laub auf die Anlage bringen. Dann haben wir schöne spielende Tiere. Ja. Wollen wir vielleicht das Halfter lieber abmachen, wenn wir jetzt bevor wir Äste gehen, würde ich es auch machen, ja. Komm mal hier, du hast es ganz super gemacht, Süßer. Und abmachen ist genauso entspannt. Lass mich doch einfach, pass auf, ich gehe auf deine andere Seite wieder. Ein eitler Junge, der möchte gerne geschmückt auf der Anlage rumrennen. So. Ja, du bleib einfach in Ruhe stehen. So. Ist viel einfacher gesagt wie getan. Ist alles ganz leicht und einfach. So. Und ab. Zur Belohnung für Trampeltierkind Theoden und seine Herde kommt der Lieferservice. An Bord hat er jede Menge frisches Laub. Theoden weiß noch nicht so recht. Ausgerechnet Grünzeug als Belohnung? Du darfst davon auch was abhaben. Bedien dich einfach. Die Großen gehen mit gutem Beispiel voran. Und aus Theoden wird ein richtiger Laubfresser. Ein paar Reviere weiter schreit ein hungriges Flecken-Uhu-Baby. Ja, mittlerweile ist ja ein bisschen Zeit ins Land gegangen und die ersten von den Kindern, wo ich die Eier letztens gezeigt habe, sind natürlich geschlüpft. Die Flecken-Uhu sind geschlüpft, sind beide geschlüpft, aber einer ist leider nach 2 Tagen verstorben. Das hat nicht sein sollen. Und der ist hier natürlich toll, super munter und so weiter und so fort. So, Maus. Und jetzt sage ich schon wieder Maus, wie soll man so sonst sagen? Kleiner Fresssack. So, Kind, gucken wir mal, was wir da machen können. Warte mal, oder nimm dich mal so, dann kannst du, ja, fein. Ah, entschuldige. Schön sitzen bleiben. Komm. Schön. Ah, bist ganz schön gierig. Jetzt. Genau. Fein. Lecker Mäuschen. So, komm. Komm. Das kann es doch nicht gewesen sein. Fein, ein Stück. Und noch ein Stück. Komm. Der war ja noch nicht mal ganz trocken. Da hat er schon das erste Futter haben wollen. Und ja, und seitdem frisst er ja uns fast die Haare vom Kopf. Heute Morgen hat er zum Beispiel 3 Mäuschen gefressen. Als erste Mahlzeit 3 Mäuschen. Und noch nicht mal, also eine halbe Stunde später hat er schon nochmal 3, weil er nämlich schon wieder gerufen hatte und da habe ich ihm nochmal welche angeboten. Also er will. Er will. Und das ist auch gut so, ne? Komm. Und nochmal. Komm. Das war lecker. Muss erst rutschen, ja? Fein. Ja, und die Eulen können ja auch richtig zahm werden. Also sämtliche Eulen neigen ja dazu, richtig auf dann auf geprägt zu sein, ganz einfach mal auf die Pflege hoch. Kein Wunder bei dieser geduldigen Fürsorge. Nein. Der Kleine ist schon ein richtiger Pflaumenfederfresssack. Das ist so betteln, ist das eigentlich. Dieses, wenn er dann zwitschert und dann eben mit den Flügeln so. Dieses. Und kannst dich richtig, musst dich nie auf dem Po sitzen, sondern einfach richtig. Na komm.
Doch nicht? Schon satt jetzt, ja? Ja, satt? Dann lassen wir's. Wenn du jetzt nicht mehr möchtest. Ja, ist ja auch gleich 3 Mäuse. Fast 3. Komm, mit dem einen Stück passt noch hin, das wollen wir ja nun nicht. Da ist dann noch ein Stückchen frei im Magen. Komm, na los. Ja, nicht quatschen, essen. Genau. Fein. Warte mal, da hängt ein Stück draußen. Jetzt zieh gleich das Ganze raus. Nee. Jo, ne, Maus? Jo. Oh. Jo, wie man sieht, hat er einen gesegneten Appetit. Schlupfgewicht war 28,5 Gramm. Und jetzt wiegt er 40 Gramm. Hat schon mal über 10 Gramm zugenommen in 2 Tagen. Und zwitschert schön mit uns rum. Und dann geht er jetzt wieder ins Bettchen. Okay, Kind. Bis zur nächsten Mahlzeit. Tierpfleger Mario Hammerschmidt fährt einen heißen Reifen durchs Dickhäuter Revier. Hier wohnt der kleine Panzernashornbulle Thanos mit seiner Mutter Betty. Auch die beiden geben Gas, als sie den Tierpfleger Express nahen hören. Da unten auch. Was hast du denn? Wir haben schon gewartet. Ja. Willst du mir die mal rübergeben, Arne? Ja. Dann kann ich mich hier ins Beet stellen. Ach so, ja. Dann kann ich da weiterwerfen. Reg dich nicht auf. Warte. Wir sind's da nur. Ich nehme sie erstmal. Boah, ich bin ja schon da. Mal sehen, ob das Nashorn auf dem Hinterfuß stand kann. Freuen sich auf jeden Fall. So, ich will das aber nicht in den Graben schmeißen, Trottel. Versuchen, da hochzuwerfen. Betonung auf versuchen. Der frisst alles mit. Anna, hast du den mal wieder säugen sehen? Nee, schon lange nicht mehr. Der wird bestimmt noch heimlich was nuckeln, aber nur noch ganz, ganz wenig. Der ist voll auf feste Nahrung umgestellt. Tierkind Thanos ist noch nicht mal in der Nashorn-Pubertät. Aber fressen kann er schon wie ein Großer. Das will mal ein Bulle werden, das ist ja noch kein Bulle. Das jetzt ist er noch ein Kind. Na, genau. Also auch für Nashornverhältnisse ist er immer noch ein Kind. Wenn man morgen früh das Haus aufschließt und fährt seine Runde, dann liegen die da in trauter Zweisamkeit und kuscheln miteinander. Hm? Da ist nichts mit. Jeder geht seine Wege. Die halten zusammen. Wir sind hier echt zu selten. Ja. Das ist einfach stimmt. So. Wir gehen hier nur zum Aussperren her, ganz grob gesagt. Wenn wir mal vorbeifahren, klar, dann haben wir einen interessierten Blick. Aber dass wir hier mal wirklich stehen, wenn die Kinder dann so groß, also aus dem Gröbsten raus sind, groß sind sie ja noch nicht. Und die mal beobachten, das machen wir wirklich selten. Also wir duschen die morgens ab, da gucken wir uns die genau an. Wir duschen die beim Einsperren ab, da gucken wir sie uns genau an. Und dass wir uns mal so ein bisschen das Verhalten antun, kommt eigentlich fast nicht vor. Weil wir uns sehr auf die Elefanten konzentrieren, weil die eben doch ein bisschen mehr Beschäftigung brauchen, ein bisschen mehr Pflege brauchen. Und so üppig ist die Zeit dann nicht, dass wir eben dann hier immer noch rumkommen, um mal gemütlich eine Viertelstunde zu gucken. Pullern tut er überall, koten tut er zum Glück nur in die Sohle. Da kann dann der Tierpfleger Mario immer abends reingehen und die Kotreste schön mit einer Forke raussammeln. Das ist immer mein Lieblingsmoment des Tages. So los, wir hören jetzt auf. Ja. Wir müssen hier rein. Während Thanos genüsslich Äpfel frisst, steht Mario Hammerschmidt sein Lieblingsmoment noch bevor. Im Insektarium des Berliner Zoos wurde vor einer Woche ein Riese geboren. Man sieht es ihm nur noch nicht an. Es ist ein afrikanischer Riesentausendfüßler. Eine Tierart, die überwiegend in Ost- und Südafrika lebt. Doch bis aus diesem Exemplar ein richtiger Riese geworden ist, wird noch einige Zeit vergehen.
Bei denen ist das so, dass das Wachstum immer von verschiedenen Faktoren abhängt. Also zum einen vom Nahrungsangebot, zum anderen von der Temperatur. Und wenn die Bedingungen günstig sind, dann wachsen sie verhältnismäßig schnell. Und wenn die Bedingungen eher schlecht sind, dann wachsen sie sehr langsam. Und also man kann jetzt hier unter den Voraussetzungen damit rechnen, dass man sie als Riesentausendfüßer erkennen kann, wenn sie ungefähr 3-4 Jahre alt sind. In Anlehnung an die Busse der kenianischen Stadt werden die afrikanischen Riesentausendfüßler auch Mombasa-Express genannt. Denn wenn sie mal so groß sind, transportieren sie häufig kleinere Tiere, wie zum Beispiel Milben, mit sich. Aus dem winzigen Tierbaby ist dann eine Art tierischer ICE geworden. Bis zu 30 cm können die groß werden, wenn die ausgewachsen sind. Und ja, also der ist natürlich jetzt, das ist eine Schutzhaltung, die er jetzt gerade angenommen hat. Denn der am empfindlichsten ist natürlich im Bauchbereich. Und um sich vor Vögeln beispielsweise zu schützen, die die natürlich gerne fressen würden, rollen die sich eben zusammen. Die haben ein ziemlich kräftiges Außenskelett. Und ja, erst wenn sie sich wieder ein bisschen sicherer fühlen, rollen sie sich dann aus und krabbeln dann weg. Ich guck mal, ob ich einen finde, der vielleicht ein bisschen bewegungsfreudiger ist. Hier haben wir einen, der ist auch gleich ein bisschen größer. Also hier ist vorne, das ist eigentlich auch das, was wir immer als erstes machen, den Kopf so ein bisschen beiseite rollen. Das Besondere bei generell allen Gliederfüßern ist, dass sie kein zentrales Nervensystem haben, sondern ein Strickleiternervensystem. Das heißt also, sie haben viele kleine Nervenknoten, sozusagen ja, wie so eine Art Mini-Gehirn, die sich eben durch den ganzen Körper verteilen und dann durch Nervenstränge verbunden sind, sodass man, wenn man das von oben betrachtet, den Eindruck hat, man würde eine Strickleiter sich anschauen. Und ja, also diese Nervenknoten sind halt in jedem Segment und dementsprechend halt auch vor jedem Bein, sodass jedes Bein sein eigenes Gehirn hat. Und das ist natürlich ganz spannend, weil bei uns ist es ja so, wir haben eben ein Gehirn, das steuert alles. Und wenn das weg ist, dann ist es vorbei. Also dann können wir nicht mehr viel machen. Und bei denen ist es eben ein bisschen anders. Also wenn der Kopf abgetrennt ist und der so abgetrennt ist und die nicht verbluten, dann können die durchaus 5-6 Tage ohne Kopf noch weiterleben. Und machen eben alle Bewegungen, die sie sonst auch machen würden. Weil ja jedes Körperteil sein eigenes kleines Gehirn hat. Es geht auch noch exotischer, wie dieses Exemplar hier beweist. So, hier haben wir jetzt eine Art, die deutlich schwieriger nachzuziehen ist, wo ich dann natürlich auch besonders stolz bin, dass ich da jetzt Jungtiere drin habe. Das ist der, ja, also auf Deutsch wird er häufig als Regenbogen-Schnurrfüßer bezeichnet. Und ja, der ist natürlich sehr beliebt, weil er sehr bunt ist. Der kommt aus Südostasien. Er ist aber eben noch nicht so oft als Nachzucht zu bekommen. Und deswegen war es mir natürlich ein großes Bestreben, dass man die hier ja, mal erfolgreich vermehrt. Da ist es. Und es hat sich auf jeden Fall auch schon einmal gehäutet. Also, mal sehen, ja, hier sieht man den Größenunterschied. Als ich das erste Mal durchgeguckt habe und die ersten Jungtiere gefunden habe, waren die eben auch nur halb so groß. Die kleinen Riesen des Berliner Zoos. In der Berliner Sonne döst ein Zwerg-Wapiti-Hirschkalb, gerade mal 3 Tage alt. Dann schauen wir mal, wo es liegt, wa? Also ich sehe das noch nicht. Ja, das hat sich bestimmt ganz hinten in der Ecke verkrümelt. Warte mal, ich kann ja mal so rumgucken. Im Grünfutter liegt es auch nicht? Nee, nee. Ist wie Ostern heute. Ich bin im Ostereiersuchen nicht so besonders gut. Ich glaube, ich sehe es schimmern. Ja, guck mal, da liegt es. Och, ist aber ein großes Kind. Hallo. Du bist aber groß. Na? Gut. Okay, wer greift? Ich greife. Ich hab's. Du hast und ich gucke? Ich hab's. Du weißt, wenn ich gucke, werden das Mädchen. Dann guck ich. Ich gucke, dann werden sie Jungs. Du hast als erstes geguckt. Och, Menno. Doch nicht. Eine kleine Mieke. Das siehst du. Wunderbar. Wir haben ja schon eine ganze Weile keine Kinder mehr gehabt und hatten uns schon Gedanken darüber gemacht, ob eventuell mit dem Bock irgendwas nicht stimmt. Aber jetzt hat er bewiesen, dass er doch ein endlicher, richtiger Mann ist. Hauptsache, das wirkt groß. Genau.
Na, du bist ein tapferes Mädchen. Ja, das ist halt ein Mädchen, ne? Na los. So, na gut. Dann lassen wir dich jetzt allein. Das war's. Das kleine Hirschmädchen hat endlich wieder Ruhe und die restliche Herde darf zurück in ihr Revier. Ein Name für das kleine Kalb steht noch nicht fest. Kann natürlich sein, dass wieder so einen Namen kommen wie Petra und Heike und Josephine und Susi. Aber da glaube ich nicht, dass das so was wird. Da kommt schon was Schönes raus. Ja. Und da fällt dir jetzt mit ihm ein schöner... Shania. Bitte wie? Shania. Na, Hauptsache du weißt, wie man das schreibt. Naja, für ein Wapiti passt doch. Oder? Ja. Wie gesagt, ich halte mich da raus. Also was Indianisches war das... Solange du es nicht Pocahontas nennst, gehst du mal noch. Ja, wenn ein anderer denn kommt, dann können wir doch Pocahontas nennen. Ja. Los, komm, lass mal in Ruhe. Genau. Tschüss, Lena. Mach es hübsch. Auch im Revier der Sichuan-Takine hat es Nachwuchs gegeben. 2, 9 und 10 Wochen alte Bullenkälber sind jetzt Teil der Familie. Die sonst üblichen Rangkämpfe gibt es hier nicht. Auch dank des entspannten Papas. Ja, kommt der stolze Vater. Die Kälber haben Welpenschutz. Es gibt aggressive Bullen, die die Kälber nicht akzeptieren. Wir haben das große Glück, dass der Bulle die Kälber akzeptiert und nicht aggressiv zu denen ist. Jetzt, wo wir schön nebeneinander stehen, sieht man sehr schön, dass rechts der Lollig ist, links der Bollig. Er ist eben schon viel heller, kam auch schon heller zur Welt. Und es ist immer so, dass die Jungtiere kommen dunkel zur Welt und hellen dann auf. Ja, wie man sieht, fange ich schon an, Grünfutter mitzufressen. Das geht so mit 4 Wochen los. Und ab 4 Monate fressen sie auch schon voll. Bis dahin sind sie noch hauptsächlich auf die Muttermilch angewiesen. Zwischen den beiden Brüdern herrscht völlige Harmonie. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Bei den Jungs gibt es noch keine Rangfolge. Die bildet sich erst, wenn sie größer werden, die Geschlechtsreife einsetzt, sodass es dann zu Rangkämpfen kommt. Jetzt sind sie einfach Kinder, wie man es auch bei Menschen kennt, im Kindergarten. Da gibt es diese Rangfolge nicht. Da wird einfach miteinander gespielt. Wir haben auch wirklich Glück, dass sie gleichzeitig zur Welt gekommen sind. Das ist auch gut für die Mütter, weil dann haben sie die wieder dauernd am Hacken. Dann können die alleine spielen. Und alleine fressen natürlich. Endlich ist es soweit. Der Moment, auf den sich Reviertierpfleger Mario Hammerschmidt schon den ganzen Tag gefreut hat. Die Sohle der Nashörner muss gereinigt werden. Auch das gehört zum Tierpflegeralltag. Ja, das ist mein Lieblingsschuhwerk auf Arbeit. Die Nashörner, die kacken immer in ihre Sohle rein. Die ersten 10 Jahre meines Arbeitslebens haben wir immer versucht, mit langen Besenstielen und Kechern da ranzukommen. Das wird aber nie sauber. Man sieht es an der Sohle, sauber wird sich das auch nicht. Aber wesentlich besser, wesentlich sauberer, wenn man einfach reingeht. Deswegen müssen wir uns immer die Stiefel anziehen. Stehen uns doch alle noch sehr gut. Und dann werde ich jetzt erstmal das Nashorn oder die Nashörner duschen. Und dann gehe ich da mal in die Sohle rein. Die ist aber noch besetzt. Zumindest bis zur abendlichen Dusche. So, kommt mal her, ihr Süßen. Man muss immer erst ein bisschen rausgehen, um die nass zu sprühen. Wenn sie dann nass sind, geben sie auch auf und stehen schön artig vorm Eingang. Und lassen sich ganz gemütlich abduschen. Was halt nicht so mögen ist, wenn man genau auf den Kopf oder auf die Ohren zielt. Den Rest halten sie gut aus. Und dann heißt es langsam, ab ins Bettchen. Eine kleine Gemeinheit kann sich Mutter Betty nicht verkneifen. Ich stelle sie mal gerne auf den Schlauch. So, reicht halt auch. Futter will ich hier nicht nass machen.
Geht ja heute noch, habe ich ja Glück gehabt. Ich werde mal mein Bestes geben, dass meine Mutti mal weiß, warum ich am Gymnasium war. Man hat wohl wieder ein Kind zu weit geworfen. Sieht ja gar nicht so schlimm aus heute, oder? Nee, habe ich auch schon gesagt. Sehr schön. Glück gehabt. Ich mache jetzt hier so Häuschen für den Kollegen und der muss es dann einsammeln. Aber der muss wenigstens nicht hier rein. Wie wird denn eigentlich entschieden, wer in die Sohle steigen darf? Arnold, der behauptet ja einfach, er hat so große Schuhe und der passt hier nicht rein. Der 46 ist nun mal keine 48. Habe ich auch nichts dafür. Der Rest machst du schniechner Schnuck. Ja, weil ich so ein moderner Chef bin, bin ich eigentlich meistens auch hier drin. Da gebe ich ganz ehrlich zu. Sag mal los, ich gehe da rein. Und ihr müsst dafür einen anderen Hof hegen. Da habe ich keinen Bock zu. Ich werde mir ja gleich noch den Appell an alle zukünftigen Lehrlinge schicken. Auch das ist Teil unserer Arbeit. So, dass ihr mal wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr denkt, ihr wollt unbedingt Tierpfleger werden. Aber Tierpfleger halten eben nicht immer nur Tierbabys auf dem Arm. Ich würde langsam auch sagen, ich gehe mal lieber in die Sohle, anstatt immer die Kanne rauszufahren. Im Durchschnitt war die Sohle 60 cm tief. So, jetzt reicht's aber. Zumindest mal bis morgen, nachdem Thanos und Mutter Betty wieder ihren Spaß in der Sohle hatten.